So, okay. Wo müssen wir? Hier müssen wir lang, oder? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Okay, auf jeden Fall liegen ja schon mal tote Wesen rum. Das ist schon mal positiv zu vermelden, halt. Habe ich hier... Achso, Krötenwurz. Ich wollte gerade sagen, ich hab die nicht ausgenommen. Das wäre doch seltsam gewesen. Okay, hier geht's hoch. Oder? Ja. Gehen wir mal erst da vorne schauen. Oh, hallo. Lasst euch nicht stören. Mal wieder Schattenläufer-Abdrücke. Na gut, da kommt halt und findet euren Meister. Da, da! Oder ich finde ihn. Wäre seltsam bei zwei Eiswölfen. Da, da! Aber ich habe immer noch einige Probleme gegen die Schnelligkeit dieser Biester. Es ist halt nicht ganz einfach mit diesen lahmen Kampfbewegungen, die er so drauf hat. Und vielleicht würde es mit Magie wirklich besser gehen, ich weiß es nicht. Kann schon sein. Gibt es jemanden, den man töten muss? Haben wir schon, haben wir schon. Na dann. War das der Schattenläufer, den wir zusammen mit Grau Haar platt gemacht haben? Ich weiß es nicht. Wer bist du denn? Larson. Wie hast du mich gefunden? Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Ach ja? Und was willst du? Na, eigentlich nichts. Ich habe dich zufällig gefunden, muss ich sagen. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. So? Ich habe keine Zeit, dir etwas beizubringen. Ich bin selbst auf einer Suche. Aha. Wonach suchst du eigentlich? Reines Erz. Vor vielen Nächten träumte ich von einer Höhle reinen Erzes. Du begibst dich auf die Suche wegen eines Traums? Weshalb sonst sollte sich ein Mann auf die Suche begeben? Warum gehen wir nicht zusammen? Du weißt nicht mal, wo es hingeht und willst mitkommen? Das nenne ich tollkühn. Das gefällt mir. Gut, du kannst mitkommen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ebenso, ebenso. Wir speichern mal und dann begeben wir uns mal auf die Erzsuche mit Larson. Ein unerwartetes Quest, muss ich zugeben, das wir jetzt noch hier gefunden haben. Eigentlich war ich ja bloß auf der Suche nach Hansen oder Hanson, wie auch immer, was weiß ich. Aber gut, erleben wir halt nochmal was anderes. Junge, du wirst nicht einfach an denen vorbeirennen. Wir säubern die Gegend. Oh, komm schon, jetzt hier auf dem Hügel, ernsthaft? Ich glaube, ich hüpfe mal weg. Ich krieg gerade ganz schön was ab hier, muss ich sagen. Okay, so rum geht's jetzt wieder. Wie hast du's gezeigt? Ja, ja, ich weiß. So, dann trinken wir mal lieber einen Heiltrank, würde ich sagen. Das war jetzt natürlich äußerst gemein, weil wir auf diesem blöden Hügel uns so ein bisschen festgehackt haben dort, ne? Ein Mist viel weniger. So, steck die Waffen ein. Ich nehme die noch kurz aus, so lange musst du noch warten lassen. So, hier ist der zweite. Wo ist der dritte gelandet? Man weiß es nicht, ne? Ach, das hier ist er. Der am offensichtlichsten liegt, ist noch nicht ausgenommen. Okay, gut, ab geht's. Noch mal kurz ein Stück Fleisch zwischendurch. Na, lauf doch bitte. Okay, die Wölfe lassen wir jetzt mal. Da ist noch so ein Mist vor. Oh, wen haben wir denn hier? Bogir! Bogir lebt! Er ist noch da! Und hat sich dem Kampf gegen die Natur verschrieben, wie es scheint. So ein unerwartetes Wiedersehen. Dem hast du es gezeigt! Na komm schon. Ich würde auch sehr gern was sehen und ihr sicherlich auch, aber man kann halt nicht alles haben, ne? So. Ich hoffe mal, der andere Eiswolf beschäftigt sich mit Larson. Na, dann haben wir uns ja gerade was aufgeheißt hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf einmal, lauf einmal.
und trink einen Schluck. Ach komm schon, Junge, oder? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder bis zu der Stelle hin bin. Bis gleich. So, weiter geht's. Wir sind wieder hier oben. Wir haben jetzt mal die drei Wölfe doch noch mitgenommen. Essen noch mal ein Stückchen und ja, ich speichere sicher jetzt halber mal. Speichern, bitte. Danke. Schön. Scheinbar ist Bogia jetzt nicht wieder hier an der Stelle. Oder wir haben ihn noch nicht entdeckt. Hallo? Bogia? Kein Bogia? Schade eigentlich. So, die Schweinehunde nehme ich mir jetzt aber schon aus Prinzip vor. Weil sie es verdient haben. So, mal gucken, wann unser Kumpel dann auch mal zur Hilfe kommt mit. Weiß ich nicht, ob es irgendwann mal tun möchte. Ja, da ist er auch. So, aber zumindest wissen wir, dass Bogia irgendwo hier oben in der Gegend rumläuft, einfach nur. Vielleicht macht er auch eine Nordmar-Rundreise oder sowas. Ich weiß es nicht. Na komm schon. Schön. Haben wir es doch noch geschafft, die mal zu erwischen. Ich finde es schrecklich, gegen diese Viecher zu kämpfen, weil die einfach so schnell sind. So, das dass man die kaum erwischen kann. So, okay. Noch her damit, mit den Innereien hier. Gut, weiter geht's. Larson, lauf. Wo auch immer du hinlaufen möchtest. Wahrscheinlich auf dem Berg. Natürlich. Wohin sonst? Und dann hoffe ich mal, dass deine komische Höhle nicht mehr... Okay. Nicht mehr allzu weit ist. Wäre jetzt für mich nicht der naheliegendste Weg gewesen, den wir gehen müssen. Aber gut. Das Schöne ist ja, er scheint zu wissen, wo er hin muss. Also sein Traum scheint doch ziemlich detailliert gewesen zu sein. Ah, Erz. Du hast deine Prüfung bestanden. What? Kehre zurück zu Ingvar und sage ihm, ich glaube, du wirst ein fähiger Erzschmelzer. Okay. Meine Prüfung war, mit ihm mitzugehen und ein paar Viecher zu töten. Alles klar. So. Erzhacken in trauter Zweitracht. Eintracht. Ja, sagen wir mal Zwietracht. Denn so richtig klarkommen mit dem, weiß ich nicht, würde ich nicht auf Dauer. So, jetzt müssen wir natürlich mal an den Erzhaufen, den er hier gerade beackert, ran. Deswegen... Hey! Du... Alles gut, ich hau dich nur mal kurz um. So, paar Erfahrungspunkte. Eine schöne, teure Barbaren-Streitaxt. Und wir können noch die Erzader plündern. So muss es sein. Wunderbar, 4 Erz geschürft. So, dann müssen wir noch die zweite Waffe wieder anlegen. D'accord. Tut mir leid, Larson, aber das musste jetzt mal sein. Wir sind mitten im Nirgendwo und ich muss mich wieder zu Xalas teleportieren. Ich bin auch irgendwo falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich zu Hansen, aber irgendwie hat das nicht so richtig... Könntest du bitte? Hallo? Dankeschön. Irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Ich weiß auch nicht. So, wieder einmal hier. Und diesmal nehmen wir unten dann den Weg nach links, würde ich sagen. War ja offenbar nicht ganz richtig. Okay. Das Geknarze von dem Schnee ist auch schön, finde ich. Hat irgendwie was. So, an den Schattenläufer kann ich mich noch erinnern, wie wir den platt gemacht haben, zusammen mit Grauhaar, Graumähne. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der? Aber ich würde denken, dass wir hier hochgegangen sind, um zu der Hütte zu kommen von Hansen, oder? Ich gehe jetzt nochmal da lang. Und danach widmen wir uns den Orklagern unten. Danach verschwinden wir erstmal aus Nordmar, finde ich. Danach ist dann erstmal wieder gut mit Schnee und Eis und Kälte. So, aber wo könnte das denn jetzt gewesen sein? Wo bin ich denn da lang gegangen? Muss ein riesen Zufall gewesen sein, dass ich gerade auf Hansens Hütte gestoßen bin, als ich hier lang bin. Na sowas, wer hat dich denn übersehen? Ach, okay.
Gut. Interessant. Ist gut zu wissen. Haben wir mal einen Quest erfüllt, ohne es zu wissen, weil noch ein Ork, ein Goblin irgendwo stand, den wir noch töten mussten. Da hat es sich ja schon mal gelohnt, hier hinzugehen. Ist ja immerhin schon mal was. Die Frage ist, was müssen wir nun tun? So, ich bin vorhin gerade ausgelaufen, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Und hoffen mal, dass wir bei der Hütte rauskommen. Okay, kann es sein, dass wir jetzt bei allen Erzschmelzern waren? Oder haben wir jetzt noch jemanden übrig, bei dem wir noch nicht waren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier die Hirsche, die wir jagen sollten. Wo ist denn mein... Ach, da ist der Cursor. So, der eine läuft weg, das macht nichts. Den holen wir uns später. Okay, das hat nicht so funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob die Armbrusten auch eine ballistische Kurve haben, aber es scheint bald so auf die große Entfernung dann zumindest. Ich gehe einfach näher ran. So, ich mache sie erstmal platt, würde ich sagen. Und dann nachher nehmen wir die eine alle zusammen aus. Och, komm schon, deshalb. Weil es an dem Busch da hängen bleibt. Ich würde auch in die Richtung laufen, wenn dort einer tot umfällt. Aber gut, vielleicht haben sie ja den Bolzen kommen sehen oder so, ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher mit der ballistischen Kurve. Doch, es gibt eine. Okay. So, das sind normale Hirsche. Hier ist ein Hochlandhirsch. So, hier muss man ja echt gucken, dass man die richtigen erwischt. Ach, schade. Hätte ja klappen können. So, wo ist mein Cursor? Da ist mein Cursor. Fail. So, das war besser. So, da haben wir noch einen. Oh Gott, ich muss die ja alle wiederfinden. Das wird ja lustig. Ich hoffe mal nicht, dass ich das wirklich muss. Oh shit. Sind aber auch ziemlich viele, oder? Kann das sein? Und ich glaube, ich habe gerade den falschen erwischt. Ich stelle mich auch nicht so gut an, glaube ich. So, Hochlandhirsch, da haben wir noch einen. Bewegt euch mal nicht so viel hier. Ist ja schrecklich. Gut. Ein Mistvieh weniger. Sind die irgendwie besonders, die Felle? Nö. Was bist du denn? Oh, du bist auch einer. So, dann bleib mal stehen, bitte. Nicht so weit weglaufen. Das sind normale Hirsche. Die sind weniger von Interesse. So, okay. Hier sind noch zwei. Oh, komm schon. So, das war's für den. Und an dem schieße ich natürlich vorbei. Ist doch logisch. Habe ich gerade unter dem durchgeschossen? So. Haben wir es endlich. Oder wie viele von denen gibt es denn hier eigentlich? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall sammeln wir... Halt. Da haben wir noch einen. Auf jeden Fall sammeln wir jetzt erstmal. Immer noch nicht genug, wie es scheint. Ach komm schon, Gobbo. Wirklich... Erstmal den Gobbo-Schaman. Erstmal den Schamanen. Hallo, gehst du mal auf den Schamanen bitte? Gehst du mal auf irgendjemanden los vielleicht? Dankeschön. Willst du mir gerade erzählen, dass ich von Gobbos fertig gemacht werde? Ich glaube doch nicht, oder? Meine Güte, ist es denn zu fassen? Von Gobbos. Ja,
Ah, bergab ist immer blöd. So, jetzt aber ich bergauf. Bleib doch mal bitte bei einem. So. Bleibt noch einer übrig. Der schon fast tot ist. Jetzt hat er es auch hinter sich. Okay, das war knapper, als ich das gehofft hatte. Mensch, ich werde fast von Gobbos getötet. Was ist denn hier los? Heute läuft es nicht so gut, habe ich das Gefühl. Okay. Silberpokal. Mensch, die haben ja sogar mal ein bisschen was Wertvolleres. Also nicht viel wertvoller, aber so ein bisschen wertvoller zumindest einstecken. Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, dass die Goblin-Schamanen lustige Runenzeichnungen auf dem Rücken haben. Das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen, muss ich sagen. So, jetzt gehe ich aber mal ans Lagerfeuer und grill mir was. So, alle 91 Stück. Ja, bitte. Damit sollten wir erstmal für eine ganze Weile wieder genug Fleisch haben, um uns hier über die Runden zu bringen. Und unseren Bestand an Heiltränken ein bisschen zu schonen. So, und bitte lasst es jetzt den letzten Hochlandhirsch sein. Treffe ich den von hier aus nicht? Geht das nicht? Oder muss ich höher zielen? Ja. Sehr gut, wir haben es. Ruf im Wolfsclan ist jetzt schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Also das haben wir in letzter Zeit ganz gut hochgekriegt. So, und dann gehen wir mal zumindest ein bisschen einsammeln hier. Ich glaube, alle werde ich nicht mehr finden. Aber zumindest den einen oder anderen. Wo mir halt gerade eine Hirschleiche über den Weg läuft. Sätze, die man nicht so oft sagt.